Stößchen. Oh, der dampft. Bisschen zu heiß geworden. Hallo zusammen. Ich habe vor 2-3 Tagen die Douglas Box of Beauty bekommen. Tada! Und ja, haut mich leider wieder nicht so ganz aus den Socken. Wobei ein Teil finde ich sehr gut. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Habe jetzt aber gesehen, dass das den Boxenwert nicht unbedingt rausreißt. Die Box kostet ja 15 Euro. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kostet das, was ich interessant finde, 9,99 Euro. Von daher könnte ich mir das auch direkt bei Douglas dann irgendwann mal bestellen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie bei Douglas erst bestellt hätte. Aber es bleibt definitiv in meinem Hinterstübchen. Von daher, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was in meiner Box war. Hier haben wir wieder die übliche Karte mit dem Star-Produkt. Damit fangen wir auch einfach mal an. Ich habe mir hier einen Kakao gemacht, weil... Achso, vielleicht sollte ich noch was zu meiner tollen Frisur sagen. Ich habe nämlich überall... Ja, ich war bei meinem hauseigenen Friseur. Ich glaube, hinten habe ich auch irgendwo was hängen. Dazu muss ich sagen, Hannah hat Hand-, Mund-, Fußkrankheit. Das klingt irgendwie so nach Maul- und Klauenseuche, ne? Maul- und Klauenseuche bei Kindern. Und das ist ganz, ganz fürchterlich. Da hat sie lauter Bläschen im Mund. Das heißt, sie kann weder trinken noch essen. Also es geht echt nur minimal, ganz, ganz wenig, weil das alles so doll wehtut. Und ich bin froh über alles, was sie in sich irgendwie reinbekommt, ohne dabei in Tränen auszubrechen. Und jetzt hatte ich ihr vorhin ein Kakao gemacht und den hat sie, Gott sei Dank, ich glaube, da hat sie 1,5 Tassen, hat sie so über den Nachmittag bis Abend verteilt getrunken und irgendwie stieg mir der Geruch so in die Nase und jetzt, es ist 10 vor 10 abends und sie schläft endlich. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt machst du dir auch noch einen heißen Kakao. Der ist mir allerdings ein bisschen zu heiß geraten in der Mikrowelle, aber es ist super lecker. Und ja, achso, ja, und sie hatte, als sie mal so 5 Minuten gute Phase hatte, wo sie mal gerade nicht dran gedacht hat, dass das alles weh tat oder weh tut, haben wir so ein bisschen Friseur gespielt. Wobei ich sagen muss, dass ich das mag. Das habe ich früher mit meiner Freundin immer gespielt. Und wir haben uns immer gegenseitig frisiert und ich war immer sehr gerne Kunde, muss ich dazu sagen. Also ich mag das gerne, wenn man so in meinem Haaren rumfummelt. Von daher, ja. Fand ich gut, war bloß leider ein bisschen kurz und schmerzhaft. So, da haben wir von Douglas und Söhne, das ist so auf Altbacken gemacht. Es sieht eigentlich total schön aus, so ein, wie so ein alter Parfümzerstäuber. Und den kann man wohl auch, das ist so ein Glitzer-Puderspray, das glitzert wohl. Und das finde ich eigentlich ganz schön, gerade so, also jetzt für den Körper könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Aber ich denke mal so zu Weihnachten oder sowas auf die Haare. Aber um das jetzt nur einmal in der Weihnachtszeit oder vielleicht maximal 2-3 Mal auf die Haare zu sprühen, ich meine, wie lange soll das leben bei mir? Das würde, glaube ich, ewig halten. Das kann man wohl aber auch... Wenn es leer ist, kann man da wohl Parfüm reintun. Und dafür ist es, finde ich, ein, ja, sehr niedlich. Aber ich bin echt so am Hin und Her überlegen, ob mir diese Box 15 Euro wert ist. Das ist ganz schwierig. Und dann haben wir hier Simply Jill Sander Duschgel. Und ist das das, wo... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Erdbeerliese hat ja in ihrer Douglas-Box... auch ein Duschgel und meinte, das riecht so lecker, irgendwie nach, was war das, nach Melone und das erinnert sie an irgendeine Baumrinde, die sie als Kind mal abgekratzt hat. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und wenn ich das auftrage bei mir, dann riecht das nach alte Oma, aber sowas von. Also ich weiß jetzt nicht, ob du genau das gleiche hast aus dem Gedächtnis, weil ich habe mir das schon vor ein paar Tagen angeschaut, ihr Video. Simply Jill Sander habe ich. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, welches sie hat, aber da gehen unsere Gerüche, würde ich sagen, unsere Geschmäcker komplett in verschiedene Richtungen. Das geht für mich gar nicht. Absolut überhaupt nicht.
Und dann habe ich von der Douglas Eigenmarke eine Mini-Mascara in Schwarz. Die drehe ich jetzt nicht auf, weil dann wäre dieser Sticker hinten kaputt. Ich glaube, war die so ein bisschen tannenbaumförmig aus der Erinnerung raus. Aber Mascaras kann ich mich totschmeißen mit. Also dann habe ich von auch Douglas eine Face Cream für normale Haut. Cremes habe ich auch genug. Und das ist jetzt nur wirklich so ein winziges Pröbchen. Und dazu muss ich jetzt sagen, ich hatte vor, ich glaube, Monaten mal angekündigt, dass ich etwas testen möchte. Ich denke, das habe ich jetzt ausgiebig getestet und da wird jetzt demnächst ein Video von mir zukommen und ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ding, ding, ding! So, bing, bing, bing! So ein, weiß ich nicht, Alarmbutton oder sowas. Ich habe versucht, den irgendwie überzutünchen, aber irgendwann ist Hopfen und Malz verloren und ja, also ich werde jetzt demnächst eine neue Pflegeserie ausprobieren und mal schauen, was dann passiert. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber die andere Pflegeserie, die ich da hatte, hat mich jetzt nicht persönlich so aus dem Puschen gehauen. Das ist ein anderes Video, da will ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber wie kam ich da jetzt drauf? Achso, hier, bezüglich dieser Mini-Probe. Da denkt man, das reicht einfach nicht, um die langfristig zu testen, so ein kleines Ding. Da kannst du vielleicht gucken, kriege ich da Ausschlag von, reagiere ich da irgendwie drauf. Aber jetzt, um langfristig zu sehen, ja, die tut meiner Haut gut, ist eigentlich so ein kleines Pröbchen irgendwie für einen Eimer. So, und jetzt mein, das kommt schon unten raus, das Produkt, was ich am spannendsten finde, was dieses Urban Decay Primer Potion. Eyeshadow Primer Potion. Ich glaube, die hat Ebru schon vor Jahren benutzt, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und damals war irgendwie Urban Decay, ich glaube, das gab es hier ja irgendwie noch gar nicht, oder? Gab es das hier bei uns? Inzwischen gibt es das ja bei Douglas und also ich finde das super spannend, weil das sieht hier auch wirklich so aus. Auf der einen Seite eben der Lidschatten völlig vergrisselt und verlaufen und auf der anderen Seite sitzt er wie eine Eins. Und ja, das kenne ich auch und von daher ist der total interessant für mich. Aber wie gesagt, ich glaube, der kostet maximal irgendwie 9,99 € in dieser Größe, wenn ich da richtig geguckt habe. Das war irgendwie auch so im Vorbeigehen, habe ich da irgendwie geschaut. Wobei, ist das nicht eher hier irgendwie ein Pröbchen? Ich weiß es nicht. Also vielleicht sogar noch günstiger. Ich dachte immer, der wäre so schweineteurer, aber ist er offensichtlich gar nicht. Und mit so einem kleinen Typchen kommt man ja auch ewig aus. Ich schminke mich so selten, also mit Lidschatten und Pipapo. Von daher würde das ewig reichen. Also denke ich, werde ich mir den mal separat irgendwie bestellen. Weil also dieses Duschgel, geht gar nicht. Geht gar nicht. Wenn ihr die Box auch hattet, was sagt ihr zu dem Duschgel? Oma oder Melone? Melone von irgendeinem Baum, von einer Rinde. Ich verstehe es nicht. Jetzt wollte ich meine Schalltafel hier noch mit einpacken. Die braucht dann natürlich nicht mit. Ja, das war meine Douglas Box of Beauty im November. Ich bin auf jeden Fall auf die Dezember-Ausgabe gespannt. Jo. Mal gucken, was da passiert, ne? Was wir da kriegen. Jetzt müsste mein Kakao ja auch trinkbar sein. Das ist übrigens eine Tasse mit Elli drauf. Da habe ich zwei Stück. Die hat mein Mann mir mal irgendwann zu Weihnachten geschenkt. Und meine Mutter hat auch so eine. Ja, jetzt lässt er sich trinken, aber wärmt schön von innen. Wobei ich hier im Wohnzimmer echt die Heizung angeschmissen habe vor ein paar Tagen. Weil da konntest du dich noch so einmummeln. Ich wollte ja die Heizung echt, ich wollte das echt rauszögern hier im Wohnzimmer, wo ich meistens alleine immer nur sitze abends. Und ich habe mich dann eingemummelt. Verzeihung, Spuck. Ich habe mich dann eingemummelt und ein Dinkelkissen warm gemacht. Und mir war dann auch warm. Das Einzige, was wirklich immer noch eiskalt war, war meine Nasenspitze. Und das war irgendwie auch nicht schön. Und jetzt, ja, jetzt habe ich die Heizung angemacht, jetzt habe ich hier meinen Adventskranz stehen, wobei das Grün, ja doch, noch sieht es gut aus, aber es schmeißt schon so ein, zwei Nadeln von sich.
Aber ansonsten freue ich mich jetzt auf die vorweihnachtliche Zeit, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann das alles gar nicht so genießen, weil ich so viel um die Ohren aktuell habe. Aber wird schon, ne? Soll ja eigentlich eine besonnene Zeit sein. Ja, das schaffen wir noch. Werden wir noch ein bisschen hin bis Weihnachten. So, was sollt ihr mir schreiben? Ach ja, wie ihr das Duschgel fandet. Besser wird das auch nicht, ne? So, jo. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video, weil Hanna weint nämlich. Hurra. Das zweite Video heute, wo sie weint und ich hoch muss. Aber ich bin ja gerade fertig. Also, wir sehen uns. Tschüss.